Die Stadt ist auch Lutz Böde. Seit 1997 vertritt er die Fraktion Die Andere im Potsdamer Parlament. Und da sieht er sich auch weiterhin. Weil die Stadtverwaltung eine unabhängige Kontrolle benötigt, die städtischen Betriebe etwas auf Zack gebracht werden müssen und auch ein bisschen Humor im Stadthaus gebraucht wird. Lutz Böde beschäftigen viele Themen. Sein Blick auf die Stadt ist alternativ, anders eben. Bezahlbare Mieten und die Kontrolle der kommunalen Unternehmen sind ihm wichtig, alles Preußische aber verdächtig. Die Wiedererrichtung historischer Gebäude ist ihm ein Gräuel. Momentan kämpft der 49-Jährige gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Die Stadt, so sagt er, ist kein Museum. Ja, die Stadt ist kein Museum und die Stadt ist keine Kapitalanlage, sondern Potsdam benötigt einen unabhängigen Einsatz für preiswerte Mieten und Tariflohn, eine Kontrolle der städtischen Betriebe. Und Potsdam benötigt nicht nur einen Umbau zur barocken Stadtkulisse, sondern die Entwicklung nach modernen Gesichtspunkten in einer Stadt, die sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert.